Hallo, liebe Freunde des Rechts. Eine Frage wollte ich noch beantworten, die aufgekommen war. Ein Arzt in Wemding hat Impfungen zum Schein durchgeführt und in Wirklichkeit wohl entweder Luft oder gar nichts gespritzt. Und die Frage war, wie ist denn eigentlich da die Rechtslage? Ja, Nelly ist schon ein paar Mal geimpft worden gegen alles Mögliche, aber nicht gegen Corona. Sie hat sich nie beschwert, aber ob sie wirklich den Impfstoff bekommen hat, ganz genau weiß man das natürlich nicht. Bei Covid-19 kann man solche Antikörpertests machen, die werden mit Blut aus der Fingerbeere, genauso wie bei einem Schnelltest mit so einer kleinen Kassette und einer Pufferflüssigkeit durchgeführt. Und nach 10 Minuten weiß man, ob man diejenigen Antikörper hat, die aus dem Spike-Protein stammen und die typischerweise eben durch eine Infektion oder eine Impfung aktiviert werden. Es gibt andere Antikörpertests, und jetzt hat Nelly das Mikrofon entdeckt, die nur auf eine Infektion ansprechen und nicht auf eine Impfung. Aus rechtlicher Sicht könnte man darüber nachdenken, ob eine Körperverletzung vorliegt, wenn jemand erkrankt aufgrund einer nicht durchgeführten Impfung. Das wird natürlich in den selteneren Fällen zum Glück der Fall sein, einen Fall soll es angeblich schon gegeben haben. Da ist ja natürlich die Schwierigkeit, inwiefern die Kausalität nachzuweisen ist, also ob diese Infektion verhindert worden wäre bei einer entsprechenden Impfung. Und die Frage ist natürlich auch, ob dies vom Vorsatz des Arztes umfasst war. Man kann allerdings schon früher ansetzen und sagen, jede Impfung ist ja eine gefährliche Körperverletzung, weil die Verletzung durch die Nadel in den Körper ist zunächst mal eine Verletzung der Integrität des Körpers, die nur deshalb rechtlich nicht geahndet wird, weil es eine Einwilligung gibt. Und diese Einwilligung steht typischerweise unter der Bedingung, dass man sie nur durchführt, um geimpft zu werden. Wenn aber in Wirklichkeit der Arzt gar nicht die Absicht hatte, einen Impfstoff zu spritzen, dann umfasst die Einwilligung nicht diesen Eingriff in den Körper, also dieses Setzen der Spritze. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Strafe oder der Schuldgehalt für das Setzen der Spritze nicht so besonders hoch ist, weil eine Spritze, selbst wenn sie eben ohne Impfstoff gesetzt wird, keine besondere Misshandlung des Körpers darstellt. Aber immerhin, Straftat ist gegeben. Bei gefährlicher Körperverletzung haben wir ja auch einen Mindeststrafrahmen von 3 Monaten. Damit hätten wir also zumindest die Eröffnung der Strafbarkeit. Zivilrechtlich könnte das leichter sein, weil dort auch schon Fahrlässigkeit ausreicht oder bedingter Vorsatz für einen Schaden. Schaden könnte zum Beispiel sein, der Aufwand, den man hat für Tests oder erneute Impfungen, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Wenn es natürlich zu einer Infektion oder einer Quarantäne kommt, dann kann der Schaden durchaus auch höher sein. Standesrechtlich wird es für den Arzt wohl schwierig werden, seine Approbation zu behalten oder wiederzuerlangen, weil da mal eben auch persönliche Gründe eine Rolle spielen, Zuverlässigkeit. Und bei jemandem, der in dieser Weise das Vertrauen seiner Patienten missbraucht, dürfte es schwierig sein, auch wenn der Arzt auf dem Schild an seiner Tür schreibt, dass er noch viele Jahre tätig sein möchte. Wir werden sehen, vielleicht ist irgendwann so viel Gras drüber gewachsen oder vielleicht kann sich der Arzt auch in einer Weise zu dem Vorfall erklären, der plausibel erscheint, sodass vielleicht dann doch eine Kammer die Approbation wieder erteilt, wenn sie denn überhaupt entzogen wird. So, Nelly ist bald fertig mit den Hinterpfoten und ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dann, tschüss.